So, nehmen wir Javik direkt mit. Und, Liara? Dann nehmen wir ruhig Liara mit, die haben sicher interessante Gespräche. So. Und dann mal schauen. Wir können jetzt die neue Waffen eigentlich ausrüsten. Die EC-Waffe jetzt hier von. Ihr wisst schon, das Dingensens. Das neue Teil. So, da ist es. Das Partikelgewehr. Kapazität. Oh mein Gott, was für eine riesige Kapazität. Nehmen wir aber mal. Haben wir noch nicht ausprobiert. Insofern, was soll's. Schaden ist natürlich winzig. Aber was soll's. So, Gewicht ist auch riesig. Insofern, was soll's. Da können wir sowieso nicht weiter runtergehen mit dem ganzen Kram hier. Ja. Dann. Er hat das Ding hier. Das soll natürlich nicht sein. Er kriegt natürlich auch das Partikelgewehr. Da machen wir direkt die Waffenmods drauf. Hier machen wir die Stabilität und den Schaden wieder. So. Und hier haben wir noch. Ah nee, da kriegt er. Obwohl, nee, lassen wir einfach mal so. Dann kriegt er hier Schaden und Präzision. So. Wir bestätigen. Supi Sache. Dann. Oh Gott, wir haben 8 Punkte. Ich weiß gar nicht, was mit 8 Punkten jetzt soll. Fitness wäre schön. Panzerbrechende Munition. Interessant. Angriffsmeisterschaft. Giftige Taktiker. Auf und neben dem Schlachtfeld. Schnellere und stärkere Kräfte. Erhöhte Waffenschaden. Mehr Geschicklichkeit. Mehr Charisma. Machen wir einfach mal. So. Machen wir einen Gewichtskapazität jetzt Bonus? Erhöhte Gruppenmitglied Kraftschaden. Nee, machen wir einen Gewichtsbonus. So, da können wir vielleicht irgendwann auch mal wieder ein bisschen normal uns bewegen. So, die 6 Punkte können wir natürlich wieder nicht bestätigen. Sie hat nur 2 Punkte, ist ja schabernackig. Oh Gott, 59 Punkte. Ich mache jetzt einfach mal automatisch. So, okay. Okay. Gut. Ziehen, schmettern. Alte Rachsucht. Antigravitationsgranate, dunkler Kanal. Plagt dein Gegner mit einem anhaltenden biotischen Feld, das Schaden verursacht. Aber damals war auch schon Biotik, also bei denen hier. Okay. Gut. Bitte Disc 2 einlegen. Ach, leck mich doch. Wehe, das Spiel stürzt wieder ab. Naja, gut. Bis gleich. So, da geht's auch gleich schon wieder weiter. Meine Güte, Glück gehabt, diesmal ist nichts abgestürzt. Ist immer so eine Sache mit diesem blöden CD-Wechseln, das geht mir echt ein bisschen auf die Nerven. Aber naja, zum Glück bei den DLCs ja nicht. Die laufen ja reibungslos. Ein Glück, ein Glück. So, jetzt kannst du aber auch endlich mal fertig geladen haben, oder? I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Yes, a paradigm shift. The ramifications will be felt for centuries. Commander, you seem troubled. Moment, nichts sagen, Mantelsabotage enthüllen. Hä? Natürlich sagen wir das, oder? Das ist ja klar irgendwie, die blöden Salarianer. Die gehen mir langsam ein bisschen auf die Nerven da mit dem Kroganer Müll, dass sie nicht mal ein bisschen Multikulti machen können. I got a message from them. Na, danke sehr. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hat ja viel gebracht. Hang on tight. We're heading in. Schade, haben wir es doch nicht gesagt. Ist ja gemein. Hallo? Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Okay. Everyone pick your targets and keep an eye on our six. Now move. Also haltet ein Auge auf unsere 6. Hey. Don't let them get up here. Oh, schön. Das ist ja eine geile Waffe. It's ugly over here. Whatever you do, keep them away from the people.
So. Das ist ja echt heiß. Das ist ja geil. Mann, die Waffe finde ich ja voll heiß. Okay. Gut. Hey, lass den Ranz. Lauf doch mal nicht hier durch die Gegend die ganze Zeit. Hey, tschüss. So, da kommen noch mehr. Ich glaub's ja nicht. So. Ey, die Waffe ist echt schön. Ach. They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. We have to get to the shroud. The airstrike is on its way. The female is safe, Commander. Vital signs remain strong. What's a Salarian doing here? Nobody said anything about this. Oh dear, more males. Who are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. This Salarian is not your enemy. He's here to help cure the genophage. His kind gave us the genophage. Why should we trust him? Because I do. And so will you. You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing! Okay, heiß. Reeve isn't the only Krogan who wants revenge for the genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the ancients. Krogan expansion is how this whole conflict began. What were the ancient Krogan like? T'Chanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams. A future to look forward to. And then my people uplifted you. It wasn't an improvement. No. We destroyed T'Chanka long before that. Technology had changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or 10. You haven't seen how fast we can pop them out. Rex. What? With the genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? The Dalatras tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? If the sabotage was subtle enough, you wouldn't. But now I can account for it. You just spared our race another genocide, Commander.
I told you we could count on her. Why are we stopping? Da ist er ja. Der alte Scheißturm. Rex, you and Paddock stay with Eve. It's looking ugly out here. Will do. Okay. Ja, sieht wirklich sehr toll hier aus. Mann, sind das viele. Ganz schön der Stau. Tja. Ist ja schön kaputt. Ich dachte, die kommen hier doch locker rüber, diese Super Land Rover hier oder keine Ahnung. Pistolenmagazin-Upgrade. Oh mein Gott. Schön. So, ja, hier geht's ja richtig voran. Todesmaske. Heiß. Und Nahkampfbetäuber. Was die alles für Zeug rumliegen lassen. Smart Drossler. What's happening, Shepard? We can't sit around like this. Nee. Hast du recht, hast du recht. Wir kommen hier lang. Und hier hinten ist Stau. Naja, gut. Oh, da hinten ist das. Da ist ein Reaper. Du sitzt einfach noch so rum. Ja, ja, klar. Machst du schon? So, ja, gut. Komm mal hier runter. Nee, komm mal nicht runter. Oh, guck mal da. Dornenwerfer. Mal kurz gucken. Was ist das? Ah, endlich mal eine Schrotflinte, die vielleicht ein bisschen besser ist. Guck alle mal. Die hat schön viel Schaden. Kapazität ist in Ordnung. Feuergeschwindigkeit geht so. Gewicht ist halt zu hoch, aber egal. Präzision ist in Ordnung. Also insofern, supi! So, bestätigen wir das Ganze mal. Medikit. Und der brubbelt hier ein bisschen rum, der Reef. Der ist so ein bisschen der kleine Brubbelbär. So. Naja. Und was gibt's? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artemek, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper already knows we're here. Oh. An airstrike isn't enough against the Reaper. We must join the fight. Ja, ja. Da hast du recht. Damn it. So ein Scheiß aber auch. I don't care if we have to build a new road. We are going. Ach, Scheiße. Looky, looky, das ist ja super. Tja. So eine Scheiße. So ein Kack hier. We'll find another way. There's a tunnel over there. Could be a way off. Reef ist nicht zufällig unter den Leichen hier. Nö, aber dafür gibt es hier Medikit rum. Super. None survive. Die sehen irgendwie alle aus wie Reef. Ja, super. Ah, so eine Scheiße. Läuft nicht unbedingt so gut hier. Muss noch lang. Ja, ich sehe es. Tja. Da hinten lang? Sieht doch ganz gut aus hier, oder? Ja. Guck mal. Vielleicht kann man aber schon springen. Guck mal, was ist denn das? Also sieht ja sehr fein aus. Rex, are you receiving this? Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Salarian can't patch up. Okay. Reeves' truck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. A trimmer. We need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. Oh. How do we get out? No maps exist. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. Jojo, klar. Nothing will stop this cure. Okay. Der Rex hat ja nichts anderes mehr im Kopf. Außer Bunga Bunga, sozusagen. Hier ist nicht so unbedingt was los. Ich ahne ja immer noch, dass hier irgendwo Reaper sind. Oh. Guck mal.
So sieht ein Kroganer ohne Klamotten aus. Interessant. Genauso aus wie ein Kroganer mit Klamotten. So, wir gehen einfach mal hier lang. Ich hoffe, wir verpassen jetzt nicht zu viel, aber ich glaube, ach nee, hier ist gar nichts. Guck mal, was ist denn das? Guck mal. Notice they chose obedience as their subject. Tja. Sieht interessant aus, aber als Kunst würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen.